Es ist quasi ein bisschen scheinheilig, wenn man sich jetzt die letzte Generation als Feindobjekt rausnimmt, wenn die diese Straßen blockieren und dann als Argument zum Beispiel, da kommt ein Rettungswagen nicht durch und so. Also abgesehen davon, dass letzte Generation ja immer auch Rettungsgassen macht, ist das Problem, was da drüber sitzt und was, da ist ein wahrer Kern drin, ist ja viel größer. Also das Problem ist ja, dass wir eine katastrophale Verkehrspolitik haben, dass die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte komplett versäumt wurde, den Verkehr auf ÖPNV umzustellen und dass die Straßen jeden Tag, jede Stadt, jede Autobahn ist jeden Tag verstopft mit Autos, aber daran ist ja die letzte Generation nicht schuld. Also sie verursachen vielleicht 0,0001% aller Staus. Und die dann da als Feindobjekt zu stilisieren, finde ich, ja, das ist überhaupt nicht zielführend, weil das Problem ja ein viel, viel größeres ist.